Hallo meine Lieben, heute möchte ich die Möglichkeit einmal nutzen und ein kurzes Video machen und euch zeigen, wie ich die Schattierung an meine Kuscheltiere bringe. Na, meistens mache ich das nur dann, wenn es wirklich als Dekoartikel geeignet ist, nicht wenn es für Kinder ist, sondern einfach nur so an Türkränzen, wo meine Hasen hängen zum Ostern oder verschiedene kleine Deko-Amigurumis, die einfach nur zum Hinstellen sind. Ne? Das mache ich. Sonst für Kinder, nee, muss nicht sein. Aber so als Dekoartikel, das mache ich ganz gerne. Und zwar, ich habe jetzt in Bestellung zwei Türkränze zum Ostern mit solchen Hasen. Ich habe ein Video schon mal auf Russisch gemacht und ich habe gezeigt, wie ich diese Schattierung hier gemacht habe. Das würde ich jetzt auf einem anderen Hasen auch euch zeigen. Und ja, dass ihr Bescheid weißt, jeder macht das unterschiedlich. Ne? Das heißt nicht, dass es eine richtige Methode ist, sondern ich möchte nur zeigen, wie ich das mache. Ich habe jetzt Pastellkreide dafür. Diese Pastellkreide habe ich bei Action gekauft. Ich glaube 6 Euro oder so oder 5 Euro, nicht so teuer. Ich benutze ganz gerne diese Kreide. Ganz oft benutze ich hier braun und rosa. Rosa, die. So. Was ich so schön finde an diesen Pastellkreiden, dass die nicht direkt so eine kräftige Farbe auftragen, sondern so richtig fein, pastellmäßig, dass man nicht sofort die ganze Arbeit versauen kann. Sage ich mal so. Und zwar, ich nehme diese Pastellkreide, die ist richtig schön, aber wenn zum Beispiel Spielzeug gewaschen wird, dann ist das alles weg. Ich nehme das und ich nehme noch ganz gerne Lidschatten in braune Töne. Ich habe jetzt hier von Altera, bei Rossmann habe ich mir gekauft, die ist schon, eine ist schon fast leer. So Naturfarbe, richtig fein, nicht zu kräftig. Ne? Je feiner das ist, je hübscher sieht es auch später aus. Und dann habe ich einen großen Pinsel und habe ich auch einen ganz dünnen Pinsel. Diesen dünnen Pinsel benutze ich für die Augenschattierung und das hier benutze ich für die Rouge am Wangen. Ne? Wenn ihr zum Beispiel so einen Hasen habt und nehmt dafür diesen kleinen Pinsel, um die Wangen zu malen, na, ich benutze immer am meisten auch diese Wangenrouge, dann werden hier so fleckenweise sein. Das Wichtigste ist, dass ihr diesen Rouge hier so aufträgt, dass es mit weißer Schicht so leicht verschwommen ist. Na, das ist, wie soll ich das beschreiben richtig, dass es nicht so einen runden Kreis entsteht, sondern das muss leicht so verschwommen sein. Dafür muss man großen Pinsel nehmen, weil es trägt auch genau so auf. So. Ja, das schon mal dazu. Und diesen kleinen Pinsel, da nehme ich extra, dass ich hier rankomme an diesen Augen. Ich habe jetzt einen Türkranz parat. Diese Wolle habe ich bei Preisparadies. Ich habe bei uns, da wo ich wohne, so ein Geschäft, Preisparadies, und die haben diese Wolle da. Das ist so eine leichte Mohair. Ich finde ihn richtig schön. Und ich nehme so einen Hasen dafür. Das ist nicht sein Kranz. Das ist der Kranz von diesen Hasen, weil es hier alles rosa ist. Das ist alles zusammen kombiniert. Diese Anleitung habe ich von Zaya Design, gibt es kostenlos auf Zaya Design Seite. Da kann man das runterladen, gibt es auf Deutsch, auf Englisch, Niederlande, glaube ich, noch irgendwelche Sprache. Und was ich so schön finde, man häkelt nur getrennte Teile. Ein Kopf, ein Hinterteil. Hier bitte drauf achten, ich habe diesmal zu viel Watte reingelegt und zusammen gehäkelt. Wenn wir das, ja, ich sag mal erstmal eine nach der andere. Unser Hinterteil, dann solche Beine und solche Pfoten. Das wird alles an diesen Kranz angenäht. Das mache ich nicht, weil es zu kompliziert ist. Das hält auch nicht 100% fest. Ich benutze dafür immer Heißkleber. Ich klebe so den Kopf an. Dann klebe ich auch diesen Hinterteil hier drunter, wenn man das umdreht. So,
Ich schmiere hier die Kleber. Ich nehme diese Watte die Hälfte raus, weil hier muss so eine flache Ebene sein, ne? So einen flachen Boden. Dann mache ich die Heißkleber drunter, lege ich das an und drücke das fest, bis es geklebt ist, ne? Und dann, wenn wir das einmal drehen, dann hängt es so. Muss man darauf achten, wenn ihr das aufklebt, dass das auf einem flachen Tisch liegt. Wenn ihr viel zu weit nach hinten klebt, dann wird der Kranz nicht flach auf der Tür hängen, sondern wird so abstehen. Deswegen, das muss man auch so kleben, dass man, wenn man hier drauf klebt, dass es so angebracht wird. Wisst ihr das? So. Sozusagen an diesen Teil wird das geklebt. So, wenn es geklebt ist, dann kommen auch noch diese Beine oben drauf, die klebe ich auch, befestige hier mit Kleber und hier. Und dann kommt hier der Kopf und unter den Kopf kommen noch diese Arme. Die werden da auch so richtig schön reingeschoben und geklebt. Und ich zeige jetzt euch, das ist einfach nur dazu, wenn jemand Interesse hat, weil da werden nachher so viele Kommentare geschrieben, was für eine Anleitung ist und wie mache ich das. Deswegen, ich sage schon mal dann sofort auch. Und zwar, ich würde diese Pfoten jetzt einmal mit Pastellkreide bemalen, in rosa Farbe. Ihr könnt jetzt Unterschied sehen. Ich habe das schon mal von einem Video. Ich mache immer auf zwei Sprachen, deswegen. Ja, das ist schon gemalt, das ist nicht gemalt. Und wir nehmen einfach Pastellkreide. Bitte darauf achten, die färbt. Das heißt, wenn ihr das hier einmal gehalten habt, bitte nicht mehr anfassen an diesen Pfoten, weil wenn ich jetzt das nehmen würde, dann würden überall diese rosa Flecken sein. Deswegen, die Hände müssen sauber sein. Das immer mit der Kreide, das muss sauber sein. Einmal anheben und keine Angst haben und einfach kreisförmig schmieren. Zack. Zack. Lieber ein bisschen weniger statt zu viel. Man kann das immer noch nachmachen. Und hier so ein bisschen in diese Richtung. So. Das sieht man jetzt momentan nicht so gut, weil ich mache immer meistens abends Videos, nicht am Tag. Ich komme leider nicht dazu, aber den Unterschied kann man jetzt auch sehen. Am Tag sieht das richtig schön aus. Ne? So, jetzt machen wir den anderen Bein. Die Arme oder die Vorderpfoten machen wir nicht, weil die werden so geklebt, dass man die Innenseiten nicht sehen kann. Deswegen, da braucht man nicht schmieren. Ich finde, diese Pastellkreide ist richtig schön. Und dann hier so, zack. Und immer darauf achten, dass es gleich betont ist, ne? Von Form her und vom Druck her. Vom Kontrast meine ich, von Farben. So, das ist schon mal fertig. Jetzt nehmen wir den Hasen und wenn ich das schon mal in der Hand habe, möchte ich ganz gerne auch einmal die Ohren bemalen. Die Ohren bemale ich nicht am ganzen Ohr, wie ich das mal früher gemacht habe, als ich da noch nicht so viel Ahnung hatte, muss ich zugeben, sondern so ein bisschen innen drin. So wie hier. Seht ihr das? Ja. Und zwar, das Wichtigste ist, so tief wie möglich da reingehen, ein bisschen da schmieren und dann ganz leicht wieder nach außen. So, das reicht schon. Ganz leichte Schattierung macht sehr viel aus. Die Spielzeuge, die werden lebendig. Diese Farben, die müssen einfach sein. Besonders bei Deko, ne? Wenn ihr das auf der Tür hängen habt. So, mehr würde ich nicht machen. Hier ist mein Kopf ein bisschen verformt. Man denkt, dass die Ohren so ein bisschen schief angenäht. Das ist nicht schief, sondern ich muss die Watte so ein bisschen nach außen hier drücken oder rausdrücken, weil ich ihn so mit der Hand verformt habe, als ich die Augen und so alles reingesetzt habe. So, jetzt mache ich mit Lidschatten die Augenschattierung. Ich nehme Hautfarbe, richtig schön schmieren
Und hier muss man ein bisschen vorsichtiger sein, ne? Das heißt, nicht zu tief nach unten, sonst hat er Augenringe. Ganz, ganz nah an Augen. Und in diese Bewegung so unter den Augen ein bisschen. So. Seht ihr den Unterschied schon? Ups. Das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Das sieht man, ne? Das sieht schön aus. Das ist dunkler geworden. Dann den anderen Augen. Die Wimpern habe ich aufgeklebt mit einem Sekundenkleber. Den zeige ich in einem Video, wo ich diese Augen festziehe und wo ich den Hasen so das Gesicht richtig forme. Ne? Da steht alles im Video drin. So. Ich finde, das sieht so schön aus. Das muss einfach sein. Das reicht. Und dann habe ich noch was, das sind die Wangen. Dann nehme ich auch eine Pastellkreide, weil ich keine Rouge zu Hause habe. Wenn ich Rouge hätte, würde ich dann halt diesen großen Pinsel nehmen und so leicht antupfen und dann so kreisförmig verschmieren. Dafür nehme ich ganz bisschen, nicht zu doll. Das hier am Wangen darf nicht zu doll sein, sonst sieht das wie eine russische Matryoshka aus. Muss nicht sein. Und das ist auf jeden Fall, das ist ein Junge, ne? So wie der aussieht. So ganz bisschen. Und auf jeden Fall, das muss auch auf einer Linie sein, so gerade, ne? So. Und so. Das ist nicht zu viel, aber so ein bisschen Farbe schadet nicht, finde ich. So, Mädels. Ich glaube, das reicht auch. Und dann binde ich ihn hier an Ohr, so eine richtig schöne Schleife. Genauso wie diesem Mädchen binde ich in rosa die Schleife und dann sind meine Hasen fertig. Dann werde ich die ankleben und ein paar verschenken, ein paar waren auf Bestellung und ich glaube, die werden sich freuen. Komischerweise, ne? Ich habe schon so viele Kränze gemacht, aber ich habe zu Hause keinen einzigen, obwohl ich ein Eigenhaus habe und ich habe zwei Türen und ich habe nie irgendwo einen Kranz hängen. Ich komme gar nichts dazu. Ich glaube, eins behalte ich mir zum Ostern. Okay, dann viel Spaß beim Nachmachen und vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen!